träumt ihr nicht auch manchmal von einer Welt, in der ihr euer Notebook und vielleicht sogar euren Desktop-PC einfach wegschmeißen und durch ein leichtes, dünnes und leistungsstarkes iPad ersetzen könnt? Ich auch. Inwiefern das heute schon möglich ist und was aber vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle fehlt, damit ein iPad euren Hauptrechner ersetzen kann, das gucken wir uns in diesem Video einmal genauer an. Viel Spaß! Prinzipiell gibt es ja schon vieles, was ein iPad genauso gut kann wie ein Laptop, in manchen Fällen sogar besser. Über die Jahre hinweg hat sich nämlich viel getan, gerade auf der Softwareseite. Denn sind wir mal ehrlich, ein iPad, gerade ein iPad Pro, bietet enorm viel Leistung, in manchen Fällen sogar mehr als ein MacBook Air zum Beispiel. Ob es Videoschnitt, Fotobearbeitung, Grafikdesign oder auch das eine oder andere Spiel ist, hardwaretechnisch reicht gerade das iPad Pro definitiv aus, um die meisten Notebooks zu ersetzen. Softwaretechnisch lagen die iPads aber meistens hinten. Ein für Smartphones optimiertes Betriebssystem wie iOS kann einfach nicht mit Windows oder macOS mithalten. Und das weiß auch Apple. Deshalb haben sie ihr iPadOS von iOS abgespalten, um den iPads mehr Funktion zu geben und vor allem auch die Benutzeroberfläche individueller auf das größere Display anzupassen. Denn Platz bieten die iPads genug. Das 11 Zoll Modell vielleicht etwas weniger als das 12,9 Zoll iPad Pro, aber wenn man bedenkt, dass es auch 13 Zoll MacBooks gibt, sollte es platztechnisch eigentlich keine Probleme geben. Und in Kombination mit einer Tastatur, einer Maus, denn es gibt ja jetzt offiziell sogar Maus-Support für iPads und ein bisschen Fantasie, sieht ein iPad ja schon fast so aus wie ein Laptop. Gut, vielleicht nicht ganz, aber kann denn zumindest der Funktionsumfang mithalten? Kommt drauf an. Texte schreiben? Check. Präsentationen erstellen? Check. Im Internet surfen? Check. Dateien aus dem Internet herunterladen? Check. Und seit der Einführung von iPadOS ist sogar ein vollwertiger Dateimanager vorhanden. Die neuen iPad Pros haben zudem auch noch USB-C, was einfach hervorragend ist, um Dateien auf das iPad zu bekommen. Props an Apple, hier habt ihr auf eure Kunden gehört und das macht sich bezahlt. Soweit so gut. Aber wie sieht es mit speziellen Anwendungsfällen aus? Da wird es ein bisschen tricky, denn es kommt mal wieder ganz auf den Einzelfall drauf an. Programmieren zum Beispiel geht mit dem iPad generell schon, aber nicht für alle Programmiersprachen gibt es gute Apps. Wollt ihr zum Beispiel etwas mit Python programmieren, dann habt ihr die wunderbare App Pythonista zur Verfügung, aber wollt ihr mit Unity ein Spiel programmieren, dann müsst ihr wieder zu eurem Laptop greifen. Fotobearbeitung dagegen geht wieder ganz gut. Hier haben wir mit Photoshop, Lightroom und tausend anderen Apps viel Auswahl, wo ihr bestimmt etwas Passendes finden werdet. Bei Videobearbeitung wird es dagegen wieder schwierig. iMovie reicht einfach bei weitem nicht aus, um zum Beispiel ein YouTube-Video wie dieses hier zu schneiden. LumaFusion ist eigentlich die einzige App für semi-professionelle Videobearbeitung im App Store und das ist mir persönlich einfach zu wenig Auswahl, zumal LumaFusion für Final Cut-Nutzer vielleicht ganz praktisch ist, aber Premiere-Nutzer, wie wir es zumindest zurzeit noch sind, warten immer noch darauf, dass Adobe sein Schnittprogramm aufs iPad bringt. Wenn ihr Zeichner oder Grafikdesigner seid, dann wiederum habt ihr mit dem iPad Pro wahrscheinlich den bestmöglichen Laptop-Ersatz. Wahrscheinlich ist das iPad in diesem Fall sogar besser als jedes andere Notebook. Schließlich habt ihr ja noch den Apple Pencil, der eine meiner Meinung nach unvergleichbare Schreiberfahrung liefert. Ihr seht, es kommt sehr darauf an, wofür ihr euren Laptop oder euren Desktop-PC verwendet. Alle, die sehr spezielle Programme verwenden, können es sowieso vergessen, einen PC durch ein iPad zu ersetzen, wenn man zum Beispiel an 3D-Rendering oder irgendwelche Physiksimulationen denkt. Aber auch so etwas wie Musikproduktion wird echt schwierig auf dem iPad, es sei denn, GarageBand sollte für euch ausreichen. Gehen wir jetzt einmal davon aus, dass ihr persönlich euren Laptop durch ein iPad ersetzen könnt, da ihr nur leichte Anwendungen braucht wie Office-Sachen und Internet-Surfing. Selbst dann solltet ihr es euch gut überlegen, ob ihr euren Laptop durch ein iPad ersetzen wollt, da dies einem auch echt viel Freiheit nimmt. Wollt ihr in Zukunft dann vielleicht doch ein Video schneiden oder eine App programmieren, dann bleiben euch nur sehr wenige Möglichkeiten, wenn es denn überhaupt funktionieren sollte. Fakt ist, ihr könnt mit einem iPad nicht alles machen, was ihr auch mit einem PC machen könnt und das kann einem oft zum Verhängnis werden. Es bleibt also der gleiche Kritikpunkt wie schon seit mehreren Jahren, auch wenn Apple nichts dafür kann, in vielen Anwendungsbereichen fehlen einfach die passenden Programme. Einen Anwendungsfall gibt es, wo ich sagen würde, dass man da locker auf ein iPad umsteigen kann und eigentlich nur gewinnt. In der Schule und in der Uni ist ein iPad
gerade wegen des Apple Pencils einfach Gold wert. Wie ich das iPad in der Schule benutzt habe, dazu wird übrigens auch noch ein Video auf diesem Kanal kommen. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne schon mal diesen Kanal. Für alle anderen kann ich nur empfehlen, wenn ihr das Geld habt, dann kauft euch einfach zusätzlich ein iPad. Das werden die meisten von euch wahrscheinlich auch so machen. Dann habt ihr nämlich immer das passende Gerät parat. Aber schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze selber angeht. Könntet ihr mit einem iPad alle eure anderen Geräte ersetzen oder bleibt ein Notebook für euch unverzichtbar? Mich würde eure Meinung sehr interessieren. Und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Und wenn ihr auch die zukünftigen Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne diesen Kanal. Damit würdet ihr uns sehr unterstützen. Damit bis zum nächsten Video. Ciao. Also, ne? Ja. Wieso verzichten auf ein Notebook? Einfach Laptop und iPad. Ja, genau. Easy.